Wie wurden aus den Urmenschen die Frühmenschen? Und was konnte der Homo erectus, was seine Australokollegen noch nicht drauf hatten? Weiter geht's mit der Evolution des Menschen. Falls ihr das erste Video noch nicht kennt, solltet ihr es euch noch eben angucken. Also wir waren bei den Urmenschen, den Australopithecien. Hier nochmal der Überblick, was bisher passiert ist. Irgendwann hatten die keinen Bock mehr, immer so affenhaft durch die Savanne zu schleichen. Weil sie ihre Hände nicht gut genug nutzen konnten, probierten sie irgendwann den aufrechten Gang aus. Der Erfolg des Menschen kam also durch die Bipedie als neue Fortbewegung ins Rollen. Vermutlich geschah das, als die Vormenschen vom Regenwald in die Savanne ausgewandert sind. Das war eine geile Idee, denn die Hände waren frei. Wäre das nicht passiert, könnte man heute nicht am Handy hängen, während man durch die Straßen rennt. Um das Smartphone gut in der Hand zu haben, brauchen wir übrigens den opponierbaren Daumen. Der entwickelte sich schon bei den älteren Affen, aber wurde jetzt noch fitter, als der Mensch sich zum ersten Mal aufrappelte. Der erste, der auf diese grandiose Idee kam, war der Australopithecus afarensis vor etwa 3,8 Millionen Jahren. Hier solltet ihr euch den Namen Lucy merken, der Star unter den Australopithecus-Fossilien. Zum Vergleich, A. afarensis hatte ein Hirnvolumen von ca. 400 bis 500 Kubikzentimetern, etwas mehr als ein Schimpanse. Danach gab es noch A. africanus, A. gari und A. barelgazali, die grazilen Australopithecien. Hier entwickelte sich dann eine weitere Linie, die Paranthropus heißt. Man spricht auch von den robusten Australopithecien. Der war übrigens noch herbivor, also Veganer. Aus dem Australopithecus afarensis entwickelte sich vermutlich dann die Gattung Homo. Die Gattungen Homo rudolfensis und Homo habilis entwickelten sich vor schätzungsweise 2,5 Millionen Jahren, vermutlich aus dem Australopithecus afarensis. Damals lebten also Australopithecus und Homo zur gleichen Zeit. Dass mehrere Gattungen gleichzeitig lebten, ist gar nicht so ungewöhnlich. Denn auch heute leben ja zum Beispiel verschiedene Menschenaffen in verschiedenen Nischen. Homo erectus und Homo ergaster werden manchmal als zwei einzelne, aber meist als eine gemeinsame Art gesehen. Homo erectus war der erste Frühmensch, der vor etwa 2 bis 1,5 Millionen Jahren lebte. Er hatte schon viel mehr Skills als seine Vorgänger. Zum Beispiel hat er die ersten Werkzeuge hergestellt. Und zwar aus Stein. Es wurden erste Hütten gebaut, gejagt und Feuer gemacht. Darum musste auch sein Gehirn größer sein als das der Vorfahren. Es wuchs von 780 Kubikzentimetern auf 900 bis 1300 Kubikzentimeter. Unsere heutigen Gehirne haben ein Volumen zwischen 1200 und 1700 Kubikzentimetern. Der Homo erectus war es auch, der aus Afrika abgehauen ist, um sich in Europa und Asien breit zu machen. Dieser Frühmensch wanderte also vor vermutlich 1,8 Millionen Jahren auf die verschiedenen Kontinente. Da unser Gehirnvolumen aber begrenzt ist und wir nicht wollen, dass euer Kopf explodiert, geht das erst im nächsten Video weiter. Bevor wir damit weitermachen, hier nochmal das Wichtigste. Merkt euch den Weg bis hierher. Der erste Aufrechtgeher war wohl der Australopithecus afarensis, der dadurch die Hände frei und mehr Möglichkeiten hatte. Der berühmteste ist Lucy. Die robusten Australopithecien waren noch Veganer. Und Homo erectus, der sich vermutlich aus dem A. afarensis entwickelte, hat dann schon erste Werkzeuge, auch zum Jagen, hergestellt. Er ist vor ca. 1,8 Millionen Jahren aus Afrika ausgewandert, um sich überall einzunischen. Hi, hier ist Alex von Simple Club. Das ganze Thema findest du jetzt hier in der Simple Club App. Dort gehen wir noch viel mehr ins Detail und gehen alle Dinge durch, die in deiner Klausur drankommen werden. Also klick jetzt hier und hol dir kostenlos die Simple Club App.